Ja, und mit diesem mehr oder weniger epischen Intro begrüße ich euch zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar Let's Play oder Let's Talk, wie auch immer, Euro Truck Simulator 2. Mein Name ist Project KLP und ich habe heute zwei Gäste dabei, und zwar... Der KKF, der Gamer am Start für euch, meine Freunde. Ja, und der Saga 57. Ja. Man sieht schon, ich habe hier ein Profil, das ist mein Privatprofil. Aber da wir, wie gesagt, ein Let's Play machen, starten wir hier von vorne, beziehungsweise ein Let's Talk. Das heißt, neues Profil. Name, mein Name ist natürlich... Wie soll das und anders sein? Project Key. Bei mir nehme ich natürlich auch auf. Das heißt, erstmal ein herzliches Willkommen an meine Zuschauer bei mir in der Aufnahme. Ne? Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ja, also Patrick nimmt auch, ich nehme auf und Marcel, keine Lust. Genau. Genau, ja, deswegen, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier stehen geblieben sind, aber am besten lasse ich mal Patrick quatschen und... Genau. Ja. Also ich nehme hier mal so einen OP, der aussieht wie so ein richtiger Trucker. Der hier. Wenn du dich anmeldest, dann kannst du, ist doch sowieso dein Profilbild drin. Ich stelle übrigens gerade mal die Musik aus, denn ich habe hier meine eigene Privatmusik im Hintergrund. So. Bevorzugtes LKW-Design. Ich bin eigentlich ein Fan von Scania. So. Allerdings auch dann, von Volvo, aber ich bevorzuge jetzt mal Scania. Unser Logo, dann nehmen wir das hier. Dann ein Name für unser Unternehmen. Gehe ich mal auffahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier stehen geblieben bin. Wir sind die... Nee, nicht Let's Play. Let's Play Inc. Das klingt doof. Sorry, ich habe hier gerade einen kleinen Fail. Moment, Entschuldigung, das ist ja nur Tastatur. Ich hätte ganz gern mein Lenkrad. Ich hoffe bloß, er hat hier nicht... Wir sind die Euro Speditions Inc. Nee, ja. Wahrscheinlich, Patrick. Es gibt ein Profil mit diesem Namen, möchtest du es überschreiben? Oh nein, bloß nicht, das ist mein Privatprofil. Dann nenne ich mich halt so, Project Untenstrich Key. Erstellen. So, wir fahren mit Controller. Wir fahren. Echte Automatik. So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier die Einstellungen nicht noch machen muss, dass er die übernimmt. So, wir starten natürlich so in meiner Heimatstadt Stuttgart und ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht so laut. Da bin ich gerade in Stuttgart. Ich glaube, ich habe damals auch in Stuttgart gestartet. Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist ewig her. Das ist jetzt seit ein halbes Jahr her, dass ich da auch irgendwas gemacht habe in dem Spielstand. Deswegen, ich hoffe bloß, dass ich einigermaßen am Mikro sitze, weil ich sitze hier am Lenkrad und das ist hier so ein bisschen komisch. Und mein Mikro fällt fast vom Tisch, weil das hier wirklich nah am Abgrund steht. So, und da sind wir schon in Stuttgart. Die Einstellungen des Spiels sind auf Maximum gedreht. Ja, das ist ganz gut, aber ich habe so das Gefühl, dass er... Und auch Ungarn. Hier sieht man ungarisch essen gehen. Das war alles auf Maximum. Ein Radlader nach Ungarn, das können wir fahren. Ich habe auch übrigens ein Ding drin, ein DLC, da können wir mehr Frachten fahren, Yachten, Pipeline und so weiter. Das ist eigentlich ganz geil. Aber da haben wir leider nichts. Oder Digger 1000? Ja, wir machen den Radlader 30.000. Wir haben auch ganz wenig Geld. Ich glaube, ich habe mir gerade so einen LKW gekauft. Dann wurde das Projekt ja pausiert. War ja damals eher so ein Lückenfüller, aber jetzt lasse ich es mal wieder so anlaufen. Ich sitze gerade total schräg zu meinem Lenkrad, aber es geht eigentlich. Und auf Audacity sieht auch alles gut aus. Also, okay. Ich hoffe jetzt, er hat hier nichts umgestellt. Das wäre nämlich dumm. Und ja, wir bräuchten mal ein paar Themen, über die wir heute mal wieder ein bisschen philosophieren können. Ach nö, er hat meine ganze Einstellungen zurückgesetzt für dieses Profil. Ja. Das heißt, ich pausiere hier mal eben die Aufnahme, stelle alles so ein, wie es sein soll und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich würde ja gerne die Control-SII schicken, aber ich bin ja gerade selber im Spiel. Ne, da muss ich noch niederbiegen. Scheiße. Motor anlassen ist dort. Feststellbremse war das. Ja, Marcel, du bist doch immer so der Gesprächige von uns. Du hast doch bestimmt ein paar tolle Gesprächsthemen. Ja, ich hätte ja am wenigsten gesagt. Ach ja, Patrick, was hatten wir nochmal für Gesprächsthemen? Du hattest doch die... Ja, ich kann aber die Datei gerade nicht aufmachen. Öffne sie doch auf dem zweiten Bildschirm. Ja, muss ich raus aus dem Spiel gehen. Mach das halt mal eben. Ja, naja, gut, ne? Dann, warte, lass mich noch kurz zu meinem Auftragsort fahren. Dann parke ich da mal ganz kurz.
So, bei mir müsste mittlerweile auch alles eingestellt sein, so wie es sein sollte. Ich habe gehört, in Pakistan darf man kostenlos parken. Wegen Pakistan. Gott, war der jetzt schlecht. Ja, der war so schlecht, ne? So, jetzt. Okay, ich war dann soweit. Dann nehme ich jetzt mal weiter auf. So. So, da sind wir wieder. Alles ist jetzt eingestellt, so wie es sein soll. Hast du auch dran gedacht, das Ding umzustellen, dass du nicht den Knopf gedrückt halten musst, dass er vorwärts fährt? Ja, habe ich gemacht. Okay, gut, nutze dann... Nutze deinen zusätzlichen Controller, um den LKW in Bewegung zu setzen. Versuche einmal ein paar Meter vorwärts zu fahren und halte danach. Dann mache ich mal ganz kurz einen kleinen Schnaid und wir sehen uns gleich wieder. Jo, jo. So. So, ja, Patrick, da sind wir auch wieder zurück. Ich habe gerade mal die Liste mit den Themen geöffnet. Patrick hat bei sich jetzt hoffentlich alles eingestellt und gemacht. Theoretisch, komme ich da rum? Komme ich da rum? Ich fahre genauso grottig wie im ETS 1, fällt mir gerade auf. Soll sich doch ein Bus geändert haben. Weiß nicht, so was halt. Dann, Patrick, was kannst du zum Fortschritt der PC-Technik sagen? Das war ja das erste Thema, was wir aufgeschrieben haben. Der schnelle Fortschritt der PC-Technik. Dazu kann man vieles erzählen. Jetzt zum Beispiel ja jetzt in den letzten Tagen die Meldung, die kam, dass Intel jetzt nächstes Jahr für 3.029 Euro einen 18-Kern-Prozessor rausbringen möchte. Ja, den werde ich mir mal gönnen, glaube ich. Ich meine, wenn ich aufrüste, dann auch richtig. Also, ja, ne? Ich meine, YouTube-Money hier. Kein Problem. Übrigens kenne ich das Ding. Ich glaube, hier steht... Yay, geil! Ich habe hier gerade einen Auftrag angenommen, genau wie damals bei unser erster Auftrag hier im Let's Play. War genau, nicht dasselbe, aber ging genau von demselben Ding hier aus, von derselben Firma, von dieser Baumfirma. Und wie damals stehen wir im Stau. Ich habe bisher noch nie Stau. Ja, auf die Hupe gehen, es fängt an zu pissen, Scheibenwischer sind an. Licht brauchen wir noch, sonst sind hier wieder alle. Ja, ist okay, ich habe kein Licht an. Ich stehe hier ernsthaft im Stau. Mal gucken, wie geil. Wofür wir jetzt gerade im Moment am meisten Geld kriegen, für Spanplatten, 13 Tonnen von Stuttgart nach Zürich. Ja, das machen wir doch mal. Das ist kleine Strecke. Zügig nach Zürich. Genau, so. Hupsala, so. Herr Patrick hat sich auch einen neuen PC gegönnt, dadurch sind wir eigentlich erst auf das Thema gekommen, PC-Technik. Ja. Oh Mann, das ist irgendwie verwirrend, wenn die Gas und Bremse vertauscht sind. Bei mir ist die Framerate ein bisschen am Mucken in der Datei. Dextory schwankt dann ein bisschen zwischen 29, 30. Ich weiß nicht warum. Das ist nicht schlimm, das sieht man eh nicht, aber... Also Video ist bei 40, also ist alles gut. Aber gut, ne? Kommt die Platte wohl im Moment nicht mit. Jetzt komm, fahr zur! Fahr zur! Ich drücke mal auf die Hube. Jetzt kommt zieh. Ich muss dazu die H-Taste drücken, weil ich hier meinem Lenkrad ein bisschen umkonfiguriert habe. Ach ja, Eurotruck. Endlich mal wieder zocken. Auch nicht mehr mit dem albernen Schneemod, weil jetzt haben wir ja Sommer. Genau. Und so, und ich habe hier mal eben den Tempomaten bei mir aktiviert. Wir könnten übrigens auch im Multiplayer spielen, aber der Multiplayer ist uns ein bisschen zu verbuggt im Moment. Der ist mehr schlecht als recht und... Was? Mein Typ ist müde? Was ist denn mit dem los? Eine Stunde 37. Übrigens, genau, Müdigkeitssimulation haben wir natürlich angeschaltet, also ich zumindest. Ich auch. Ist ja langweilig. Standard. Ohne. Anfangs haben wir übrigens noch keinen eigenen LKW. Das kommt erst später, wenn wir genug Geld zusammen haben. Wir haben im Moment 2000 Euro. Das wird Und wenn du ein bestimmtes Level hast, weil ich habe gesehen, es gibt welche, die brauchst du ein Level für. Ja. Ja. Naja, das wird schon sein. Ich hoffe erst nur, dass die Mucke nicht zu laut ist. Also bei mir sollte die Mucke ordentlich sein. So, ja, es ist ein bisschen blöd, wenn Patrick aufnimmt. Das heißt, er muss sich mit seinen Zuschauern unterhalten, ich muss mich mit meinen unterhalten. Und das ist ja so ein bisschen... Boah. Es gibt keine Zuschauer, ich bin der Einzige, der hier gerade auf ist. Und wir haben Post Marcel bekommen. Ist der einzigste Zuschauer, okay. Ja, der im Moment da ist. Wer guckt gerade? Mit dem willst du nicht unterhalten, das ist was Sinnes. Ja, mit irgendwem halt, also. Ja, mit denen, du unterhältst dich nicht mit den Zuschauern, du hältst mich mit denen, die da sind. Also rein. Ja, genau, dann braucht man keine Let's Plays mehr machen, wenn man nicht mal mit den Zuschauern redet.
Übrigens, ich bin immer noch genauso laut, also es ist richtig. Wenn wir über Gesprächsthema reden, dann kannst du doch nicht die Zuschauer jetzt. Du kannst jetzt mal fragen. Reden wir über die Zuschauer. Ja, stimmt, genau, so eine Frage-Antwort-Stunde wollte ich ja mal machen. Das kann ich mal kurz ankündigen. Also für die nächste Aufnahme oder so können da mal auf meine Facebook-Seite gehen und da mal in die Kommentare dann reinschreiben. So eine Art Live-Ding, ne? Das können die Zuschauer machen. Übrigens auch gern bei mir machen, ist kein Problem. Können auch Patricks Zuschauer bei mir meist. Bei mir auch, wenn ihr wollt, mir auch egal. Meine Facebook-Seite steht übrigens, also für alle, die das immer noch nicht wissen, unten in der Videobeschreibung. Für alle, die da mal hinschreiben wollen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare auf YouTube selber posten. Das ist alles kein Problem. Ich dachte halt so, ja, ich weiß, ich sag jetzt halt so, wie es Gronkh gemacht hat, ne? Der hat ja auch immer so Twitter-Sessions gemacht in Minecraft und so habe ich mir das halt auch gedacht. Ah nein, ich habe das jetzt nicht von Gronkh geklaut. Nö. Hab ich ja nicht. Ja, ich mach Let's Plays von Gronkh geklaut. Oh, ich muss bremsen, ja. Blitzer. Als Bremsen von Gronkh geklaut. Du hast ein Haus in Minecraft gebaut, von Gronkh geklaut. Du hast Steine abgebaut, von Gronkh geklaut. Alles von Gronkh geklaut. Alles. Hast du voll von Gronkh geklaut, hey. Du machst YouTube, du bist voll. Ja, alles. Also wenn jemand sagt, du machst Gronkh, na, dann mach ich ihn überhaupt und prinzipiell nach. Alleine schon, weil ich Let's Plays mache. Also wenn es nach manchen Gronkh-Kitties geht, dürfte niemand Let's Plays machen außer Gronkh. Also niemand auf der ganzen Welt darf Let's Plays machen. Nur Gronkh. Und die anderen Typen von Gronkh da, die Saraza und die anderen, wo da halt im Gronkh-Netzwerk sind. Ja. Naja, gut. War halt so eine Idee, ich weiß nicht, manche Zuschauer finden das ja ganz tolle, die sagen da, ja, das finde ich super. Ja, ich find's ja auch gut, aber wenn es dann mal irgendjemand machen will. Ja, das wäre natürlich geil, aber. Ich schätze mal, bei Patrick finden sich da schon ein paar. Ja. Bin auch mal gespannt, was dann da kommt. Also ihr könnt da alles fragen, was ihr wollt. Welche Farbe hat deine Unterhose? die müsste, glaube ich, im Moment schwarz sein, wenn ich mich nicht irre, aber gut. Ist das hier... Ne, ich sag nix. Schwarz mit dunkelblauen Streifen, Boxershort, ja. Ja, ich zock ja. In Boxershort Eurotruck. Mit nix an... Achso, ja, okay. Ne, ich könnte ja, jetzt das was. Das ist gerade im LKW. Das ist sau gemütlich, Mann. Ich könnte was sagen, weil. Aber nö. Ja, nee, ist klar. Patrick kann sich wahrscheinlich eh schon denken, was ich wieder für einen blöden Kommentar bringen will. Ja, mach doch, wenn du das Echo verträgst. Okay. Oh, hier ist die. Ich hab bestimmt irgendwas mit Salami-Partys, könnte ich wetten. Ist das jetzt dein Ernst? Salami-Partys? Nee, mal Friedrich. Nee, Marcel, frag nicht. Frag einfach nicht. Doch. Wenn das schon jemand seid, dann will ich schon wissen, warum. Nö, frag nicht. Da kommt eine Tanke. Ich hoffe, ich kann da rausfahren oder die ist nur auf der anderen Seite. Dann willst du tanken? Ich muss nicht tanken, ich muss pennen. Achso. Du kannst ja trotzdem pennen gehen. Du musst halt eine Runde drehen, sag ich mal. Ich muss... Du musst halt am Ende der Tankstelle reinfahren, wenn sie auf der anderen Seite ist. Ich komme ja nicht rüber auf die andere Straßenseite. Achso, bist du auf der Autobahn? Jupp. Also ich dachte Landstraße. Ah nee, die ist nur weiter vorne, die Ding. Okay, hat sich schon erledigt. Apropos tanken. Mist, ich bin es hier gar nicht gewohnt. Ich habe ja hier mein... Ja, ist okay, hör auf rumzugehen. Ich heule da jetzt auch nicht rum. Eigentlich wollten wir über Computertechnik reden, aber haben wir jetzt doch irgendwie doch nicht gemacht. Die Technik wird immer besser, aber wird immer teurer. Ja, stimmt eigentlich. Teurer stimmt es auch nicht unbedingt, aber... Außer der billige AMD-Mist, der da rumliegt. Ne, den brauchen wir nicht. Ob du es glaubst oder nicht, aber AMD produziert besser als Intel. Intel lässt alles in China und Co. produzieren. AMD lässt in Amerika produzieren. Ob du es glaubst oder nicht. Wisst ihr was, wo wir schon mal da sind, tanken wir trotzdem gleich. Ich meine, wenn wir schon da sind, also... Arschloch! Fahr zu! Juch! Juch! Hätte dann die Verkehrsregeln, also... Ja, juch, ich Alter! Ich auf Standstreifen, ey. So viel zu den Verkehrsregeln. So, wir haben 200 Liter getankt. Ja, weißt du, ganz ehrlich, hier sind 80 erlaubt und die Gurken hier mit, keine Ahnung, 70 durch die Gegend. Was soll denn das? Das ist ja minderwertig. Gib kein Gas und trotzdem werde ich schneller. Ist irgendwie...
Wenn du das in der Fahrschule machen würdest, dann würden sich wieder alle Menschen anrufen. Verstoß gegen die Ruhezeiten auf dem Parkplatz. Ist klar, Junge. So, Leerlauf, Feststellbremse ziehen, Motor aus, Licht aus. Irgendwann kommt noch, dass die Batterie leer geht, wenn das Licht anlässt und pennen geht. Das wär geil, das wäre auch realistisch. In Omsi ist das so, wenn du den Bus, den Motor abschaltest, den Gang so rausnimmst und den Bus abstellst und das Licht anlässt und dann irgendwie, keine Ahnung, nach 20 Minuten Pause wieder den Motor anmachen möchtest, ist die Batterie fast leer. Dann röchelt der Motor rum, bis er angeht. Also so dieses... Weißt du, wie ich meine? Jo. So. Gut, naja dann. Ja, PC-Technik ist eigentlich schon krass, wie schnell die PC-Technik gegangen ist. Wenn man mal bedenkt, dass das jetzt alles ja in 10 Jahren gekommen ist. Also fast 10, also 14 Jahren eigentlich. Also so 2000 ist ja das Ganze mit den Computern losgegangen. Windows 2000, Windows XP und so weiter. Schon irgendwie krass. Nee, das hat schon viel, viel früher angefangen. Ja, aber ich meine jetzt halt so... Ja, mit MS-DOS hat's angefangen. Ja, ich meine ja bloß, wie schnell das dann geworden ist. So schnell ist es ja erst ab Ding geworden, ab so 2000. Das ist ja so schnell geworden, finde ich. Das ging früher, du musst überlegen, der erste PC kam 1970 oder so, 1970. Und dieser schnelle Wachstum, also gerade die Kompaktdisk, also die CD, für alle, die das nicht wissen, wann kam die auf den Markt? Ich glaube, 1985 rum. Oh Gott, Mann, ja, Mann. Da gab es dann noch die schönen Kassetten. Nee, Floppy Disk. Ja, aber Kassetten gab's auch. Ja. VHS und so weiter. Du hast keine Kassetten in den Computer gesteckt. Ja gut, außer den Commodore, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Datasetten. Ah ja, der Commodore, das war ein schöner Computer. Kenn ich gar nicht, weiß ich nicht. Hab ich einen im Keller stehen? Disketten. Ah genau, Disketten, nicht Datasetten. Wie komme ich jetzt auf Datasetten? So viel Deponia geguckt. Datasetten ist, glaube ich, eine CD in der Hülle, glaube ich. Irgendwas, wo du dann die in CD. In der mit Ding, in der PSP, PlayStation Portable. Genau. Das wäre eine Datasette, denke ich mal. Weiß ich nicht. Jedenfalls sah das so aus. So, jetzt nur aufpassen, dass wir nicht umkippen. Oh, umgekippt. Ja, juch! Ich fahre auch gerade Richtung Zürich, Patrick. Übrigens, ich fahre ja mit Lenkrad, für alle, die das wissen wollen. Es ist das Logitech Driving Force GT. Das schon immer schön Krach macht. Nicht nur mit einer Tastatur, die jeder zu Hause hat. Nö, nicht jeder. Du hast doch so eine spezielle Gamer-Tastatur. Ja, aber die Tasten hat jeder zu Hause. Deswegen kriege ich auch diese schönen butterweichen Bewegungen hier beim Lenken hin. Also für alle, die das einfach mal interessiert. Ja, juch! Butterweiche Bewegungen. Ich fahre auch mit Lenkrad, mit einem Thrustmaster. Gerade in Straßburg, ja. Das hat keine Gangschaltung, deswegen fahre ich auch Automatik. Wobei ich ganz gerne Gangschaltung hätte, weil ich Gangschaltung immer ziemlich geil finde. Seitdem ich damals in irgendeinem Nintendo-Autorennspiel herausgefunden habe, wie man manuell schalten kann. Mario Kart? In Mario Kart kannst du überhaupt nicht schalten. Doch. Wie? So. Mario Kart Wii kannst du schalten. Kannst auch auswählen, manuell oder Automatik. Wii. In der Wii U Patrick, geht das auch. Oder? Zu meiner Zeit gab es das nicht, das war nur N64. Da du gab hast nur gesagt, bei einem Mario-Spiel. Oder nee, was hast du bei einem Nintendo-Spiel. Du hast nicht gesagt, bei einem Nintendo 64-Spiel oder was weiß ich, Nintendo GameCube-Spiel. Das hättest du dazu sagen müssen. Ja, ju. Mal bei der neuesten, also bei dem Mario Kart 5, 8, kann man da auch schalten? Du siehst doch keinen. Und? Toll, ich sehe die Ampel nicht. Bei Mario Kart, nee, das war glaube ich Lamborghini oder so hat es geheißen. Da konnte man halt so Lamborghini-Rennen fahren, wer hätte es gedacht. Und da habe ich rausgefunden, wie man manuell schalten kann. Und seitdem ich manuell geschalten habe, habe ich irgendwie immer alles gewonnen. Wobei ich nicht glaube, dass es daran lag, sondern einfach nur, dass ich irgendwie gut gefahren bin. So, da wir links aber und links sind, hat der entgegenkommende Verkehr gerade Vorfahrt. Für alle Leute, die das wissen wollen. Seitdem finde ich Manualschaltung ganz, ganz nice. Und, ja. Aber ich habe keine Lust, 250 Euro für eine Schaltung auszugeben. Ne? Ja. Also ich lerne in der Fahrstelle doch nicht so viel unnützes Scheißzeugs.
Denn sogar die KI hält sich ja an die, naja, so mehr oder weniger an die Verkehrsregeln. Als ob. Juch. Das war aber jetzt nicht so einer. Kennst du es, Patrick? Du willst auf der Autobahn die Spur wechseln, setzt den Blinker und dann meint der hinter dir, ich muss den noch ganz schnell überholen. Kenne ich. Hoppala. Einmal rum und die KI Kurve. Ganz gern. Oh, 100 ist hier doch ein bisschen schnell, oder? Ich glaube, gerade eben hat man das Lenkrad ein wenig. Ja. Wie gesagt, das bitte ich zu entschuldigen, aber ich habe hier Force Feedback schon ausgestellt. Also normalerweise wäre das, keine Ahnung, doppelt und dreifach so laut, wie es hier jetzt der Fall ist. Also wie gesagt. Sonst hat es nicht. Soll's haben, steht auf der Verpackung. Ich weiß nicht, wie es angeht. Ist mir auch recht. So, mein zweiter Auftrag ist auch fertig. Ja, und jetzt fahren wir hier mal so einen gemütlichen. Ja? Also ich finde es sehr geil, das Spiel. Man muss sich nicht anstrengen, man muss sich nicht aufregen. Man sitzt hier und chillt sich einfach gemütlich. KI. Ja, juch! Stopp! Nicht so wie in Battlefield, wo man die ganze Zeit auf die Schnauze bekommt. Also ich krieg komischerweise nicht dauernd auf die Schnauze. Bei mir geht's auch langsam. Man muss sich halt den Skill ein wenig anspielen. Ich hab Skill. Das habe ich nur von Half-Life 2. Bevor ich Half-Life 2 durchgespielt habe, alle Teile, hatte ich irgendwie total kein Aim. Ich bin einfach mit der Maussteuerung nicht klargekommen. Durch Half-Life ist es extrem besser geworden. Frag mich nicht warum, ist einfach so. Weil du da nicht zielen musst und dann genau treffen musst. Meine Güte, halt. Ich krieg den LKW gerade nicht eingeparkt. Was ist denn los mit mir? Sonst riecht das auch immer hin, hey. Also mittlerweile kriege ich auch in Battlefield mal ein Ding, außer... Ja, ich spiele halt meistens Team Deathmatch und bei Operation Metro, da wird man halt so richtig gespawntrapped und da muss ich mich immer aufregen, weil es nicht einfach nervt. Team Deathmatch ist der behindertste Spielmodus in Battlefield. Das ist die größte Call of Duty-Abklatsche. Ja, da kriege ich aber immer eine positive KD. Da rasiere ich. Vorhin habe ich so richtig rasiert, ey. Team Deathmatch ist ein ganz normaler Modus, der nicht von Call of Duty erschaffen wurde. Wir haben. Da hast du gepasst bekommen, Patrick. Was nehmen wir denn? Also wie alle anderen Spielmodus auch. Außer Abschluss bestätigt, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir erhöhen mal Fernfahrten. Ja. Wie gesagt, LKW können wir erst später kaufen. Wir haben ja eine E-Mail bekommen vorher. Brandneue Scania-LKW eingetroffen. Na, ja, ist doch interessant für Patrick. So, schneller Auftrag. So, wo können wir denn jetzt hinfahren? Mein PC... mein PC ist noch gar nicht aufgerüstet. Mein LKW ist auch noch kaum aufgerüstet. Ich bin ja auch nur Level 10. Im Privatgame bin ich Level 30 schon fast. Boah. Wie lange ich hier nicht mehr gespielt habe, ey.